Ja, hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Diesmal wieder in der Standardversion, in der Vollversion, nicht Beta, was auch immer. Es ist das erste Mal, dass ich mich einlogge seit der neuen Powerplay-Woche und oh mein Gott, wir sind auf Platz 5 abgerutscht. Nein! Und wir sind immer noch in Turmoil. So ein das ist aber schade. Na, wenigstens sind wir jetzt wieder Rang 3. Wir müssen mal zusehen, ey, dass wir hier wieder, dass wir wieder was tun hier. Es kann ja nicht sein, dass wir hier so scheiße sind. Also echt mal. Aber viel wichtiger ist, wir sind noch immer beim Community Goal. Und das wird uns auch heute nochmal beschäftigen. Wir fahren nach oben erstmal. Kann ich mir. Immerhin, ich kann mir mein Geld hier abholen, das ist sehr schön. Und in der Zwischenzeit mal gucken, ob wir sehr weit abgerutscht sind. Oh, wir sind ja fast vor Stufe 2. Ich habe doch gesagt. Ah, wir sind immer noch in den Top 20, Top 40%. Das ist ja sehr cool. Mal gucken, ob es noch klappen wird, innerhalb von 3 Tagen die dritte Stufe zu schaffen. Also ich würde mich gerne sogar in die Top 5% hocharbeiten, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber immerhin kriegen wir ein bisschen was dazu, das ist schon mal gut. Dann heben wir mal ab und setzen unsere gute Arbeit fort. Fuck. Was habe ich natürlich vergessen? Was habe ich natürlich vergessen? Ich wollte ja mir Missionen noch dazu holen. Falls es welche gibt, das ist natürlich immer schön, so ein bisschen extra Kohle zu kriegen und Ruf. War. Bam. Naja, wenn ich nicht gegen alles Mögliche. Wenn ich nicht mit allem Möglichen kollidiere, dann glaubt ihr ja, ihr guckt hier ein anderes Let's Play. Und ja, ich weiß, dass wir dafür nicht nach unten fahren müssen, aber dass während wir das hier machen und nach Missionen gucken, wie zum Beispiel dieser hier, was sollen wir da machen? Nein und nein. Ach komm, dann können wir auch noch mal kurz hier reinschauen. Aber ich glaube, da ist nichts Neues dabei, was wir bräuchten. Ich will immer noch den A5 Power Distributor. Ich glaube, ich muss auch mal hier nach Shinrata Desra fliegen. Alter, so viel mehr. Alter, so viel mehr Power Draw macht das Scheißteil. Das ist Quatsch. Imperial Hammer. Hier gibt es ja jetzt nicht so die geile Ausrüstung. Aber ich hatte schon überlegt, vielleicht, ich muss mal gerade schauen. Gibt es das hier? Wir sind hier in Klasse 3. Wir sind hier aber auf einem Klasse 3 Hardpoint. Okay, ich würde eventuell nämlich, weil mal gefragt wurde, ob ich nicht eine andere Waffe nehmen soll, hatte ich gerade überlegt, mal umzusteigen auf Raketenwerfer und. Und Beamlaser, aber das gibt's hier nicht. Die gibt's hier nicht. Ja gut, dann ist auch nichts Cooles. Können wir jetzt loslegen? Und raus mit dir. Also wenigstens in die Top 15% würde ich eigentlich gerne noch kommen. Was stand da? Earn Rewards. Okay, das ist nur die Aufgabe.
Und es würde wirklich cool sein, wenn wir noch die zweite Schwelle erreichen, aber das sind wahrscheinlich 15 Milliarden. Ist auch krass. Also ich habe es ja mir gedacht, dass am Wochenende noch mal ordentlich Party abgehen wird hier. Aber ich hatte mit dem Aiden Abacus da geredet. Ich glaube, ich darf auch seinen richtigen Namen benutzen, aber egal, also Commander Abacus hat gemeint, er hätte nicht gedacht, dass sie so weit noch kommen. Er meinte, die dritte Stufe wird wahrscheinlich nicht zu schaffen sein. Das glaube ich sogar fast, denn wie gesagt, es ist jetzt unter der Woche und die sind noch nicht mal bei der zweiten. Aber die zweite ist noch zu schaffen in den nächsten 2 Tagen, 3 Tagen, 3,5 Tagen sogar. Oh nee, das ist meine Mission. The War Against Emperor's Dawn. 3 Tage, 3 Stunden. Naja, gut. Nicht 3,5, aber zumindest etwas mehr als 3 Tage. Das ist immerhin mehr Zeit, als man bei Legend of Zelda hat, ja? Majora's Mask. Das war auch so cool, aber das war, als ich damals noch, als ich das bekommen habe, da war ich ja noch recht klein. Verhältnismäßig, wann kam das raus? Ach, keine Ahnung, da muss ich so 9, 10, 11 gewesen sein. Dieser ganze Kram mit den Masken und so, das fand ich damals schon ein bisschen gruselig. Ich meine, ich bin auch nicht der Fan von so generell so Horror- oder Schockspielen. Dazu kann man jetzt Zelda nur bedingt zählen, aber ich fand als Kind auch schon die Zombies bei Zelda gruselig. Also ich bin da sehr, wie soll ich sagen, sehr anfällig für. Ich könnte auch sowas wie Amnesia oder Dead Space oder Doom könnte ich nicht spielen. Mir wird ja schon bei sowas wie Stanley Parable mulmig, weil man die ganze Zeit allein in den Gängen unterwegs ist und alles sieht irgendwie so Zombie-Apokalypse-mäßig aus. Also bei Stanley Parable verfliegt das Gefühl schnell. Aber wenn man so im ersten Moment in diesem leeren Büroraum steht und alles wirkt irgendwie bevölkert, aber es ist halt doch keiner da, das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen seltsam einfach. Also nicht, dass ich dann da sitze und oh Gott, das Spiel ist so furchtbar. Aber man kriegt einfach ein mulmiges Gefühl. Also ich zumindest bei sowas. Ruckel. Ja, im Hintergrund rendert gerade die gestrige Folge Elite. Ja. Um mal eine Catchphrase meines Lieblings-Comic-Helden zu zitieren. Ich bin doch gerade wieder ein bisschen maulfaul, muss ich sagen. Es ist gar nicht so leicht, in dieser Stimmung Let's Play aufzunehmen. Aber andererseits wird mir ja öfter von meinem Umfeld vorgeworfen, ich könnte ohne Punkt und Komma reden. Hier sind nur Freunde. Was ist denn mit dir? Du Freund oder Feind? Eigentlich Freund wird aber noch als. Hä? Ach so, wir haben mal wieder ein Serverproblem. Naja, komm, Python nehmen wir mit. Auch wenn sie nur kompetent ist. Denn wie ihr wisst, bin ich ja immer noch, versuche ich ja immer noch, den Rang zu erhöhen. Na komm, stirb. Geht doch. Master Python, ich muss mal kurz durchgehen. Wow, war das laut. Ach so, das war Windows. Mit dem Elite Soundset. So, wir holen uns nur diejenigen, die für unseren Rang hilfreich sind, mal wieder. Denn wir haben ja auch schon ganz gut Fortschritt gemacht. Huch.
44%, wenn ich bedenke, wir hatten, glaube ich, 15%, als wir herkamen. Und ich würde ja immer noch gerne den Crash überholen. Einfach als kleine Rivalität. Außerdem, wenn ich in dem Tempo weitermache, dann bin ich ja bis zur nächsten Gamescom nie Triple Elite. Auch jetzt chefft der auch noch. Ach, Mistkerl. Mich würde mal interessieren übrigens, ich werde, wenn ich hier, ich bin ja, hat sich ja mittlerweile herausgestellt, ist ja bekannt inzwischen bei euch, bin ja Fußballfan und wenn ich dann so Pro Evo spiele, dann kann ich mich immer wunderbar über das Spiel aufregen, also fast wie bei einem echten Fußballspiel. Und Dangerous Vulture, die nehmen wir als nächstes. Da sitze ich dann immer davor, da fallen mir auch die schönsten Beleidigungen ein, die es so gibt unter diesem Himmel. Und ich frage mich, warum das bei diesem Spiel so gut funktioniert, bei anderen nicht. Ich meine, gut, da greift dann natürlich die gleiche Dynamik, die beim Zusehen eines normalen Fußballspiels entsteht, dass man grundsätzlich alles auf den Schiedsrichter schiebt oder so. Oder auf die gegnerische Mannschaft oder auf die Unfähigkeit der eigenen Spieler. Irgendwas findet man da schon. Eine Elite-Igel. Machen wir mal ein bisschen Power-Leveling. Hoffentlich überlebt die noch, bis wir da sind. Sieht schon knapp aus, aber wir müssen ja nur einen Treffer reinkriegen. Verdammte Scheiße. War das schon zu spät? Nein. Okay, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen XP. Und du wirst jetzt auch sterben. Du böser Mistkäfer. Kaputt. Nur eine Igel-Experte. Da hinten war gerade noch irgendwo. Doch hier gerade noch Schüsse gesehen. Dachte ich. Naja, wir fragen mal kurz in die Runde. Wir fragen mal kurz in die Runde, weil es einfach sich anbietet. Komm schon, dich will ich, du bist deadly. Oh, eine Elite-Anaconda. So, wie ist der Typ? Bevor ich jetzt hier die Agro ziehe. Ah. Nur schnell den Sprachchat ausschalten. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Unterstützung, mehr oder weniger zumindest. Und beim Community Goal. Wow, wieso sind denn unsere Schilde nicht unterstützt? Beim Community Goal kann man ja auch mal ruhig ein bisschen mit der Community arbeiten, ne? Das heißt ja nicht das Solo Goal. So. Na komm. Stirb, du blöde Konda. Ja, soviel zu dem Killstil übrigens. Oh komm, Elite Eagle.
Wir brauchen die XP. Na komm. So, das macht doch schon wesentlich mehr Spaß. Also, ja, ich habe mich, wie ich war ja gerade noch dabei, wie ich es bei manchen Spielen, also gerade bei Fußballspielen und speziell bei sowas wie Pro Evo oder FIFA, also beim Fußballmanager zum Beispiel, den ich auch sehr gerne spiele, gelingt mir das nicht so gut, sag ich mal, mich da jetzt so aufzuregen. Na, okay, das schaffen wir nicht mehr. Dangerous Python. Nehmen wir stattdessen, die bringt auch mehr Geld. Aber warum wir jetzt nichts bei der Elite Anaconda gekriegt haben, ärgert mich. Aber so richtig. Na komm. Mich würde interessieren, ob hier auch Leute rumfliegen, die hier in die Kampfzone fliegen, ohne zu wissen, dass es hier ein Community Goal gibt. Oh, Elite Python. Komm, komm, komm. Fuck, das war zu spät. Master Eagle. Wie gesagt, ich bin ja nur hinter den XP im Moment her. Expert, Expert, Master. Dann nehmen wir mal die Master Vulture. Hier vermisse ich übrigens so ein bisschen das Rollenspiel. Warum hier nicht auch mal menschliche Spieler für die Terroristen spielen? Ich meine, die haben natürlich keine Chance, weil es viel mehr Leute auf der anderen Seite geben wird, aber es wäre halt schon ziemlich cool. Finde ich so. Allein die Idee. Normalerweise macht die KI das aber nicht, einem so durch die Feuerschneise zu fliegen. Boah, die Vulture ist so pervers wendig, ey. Ich habe gerade in der Beta, habt ihr ja gestern wahrscheinlich dann gesehen, hoffentlich, wenn das alles klappt. Bam. Expert, 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 Expert. Dann nehmen wir doch die Vulture. Ja, ich habe da mit dem Imperial Eagle ein bisschen rumprobiert und auch mit dem Clipper. Und es ist echt. Also, wie krass wendig die Vulture ist, wenn man hier den Joystick wirklich bis auf Anschlag zieht. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig für andere Spieler und Schiffe. Oh, Elite Eagle. Komm, Elite, Elite. Ich will den Kill. Nein, keine Booster-Punkte mehr. I'll get you. So. Bam. Bam, 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 bam. Expert Python, Master Eagle. Dann nehmen wir die Python. Insofern bin ich dann doch mehr am Geld interessiert, dass ich jetzt nicht. Also, es sei denn, es ist eine Elite oder Deadly oder Dangerous Eagle dabei, dann würde ich die bevorzugen erstmal, aber bei Master, ich meine, da sind wir ja selber, da kriegen wir ja nur einfache XP. Jo, Alter. Üb noch mal fliegen. Ja, super, danke. Das war ein gutes Beispiel für Killsteal. Da kam dann auch noch zwei Dinge zusammen. Eine Deadly Eagle, auch gut. Die kriegt Bevorzugung. Fuck, 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 fuck. Und damit ist sie kaputt. Hey, cool. Das waren wir. Na komm schon. Ich darf die Zeit nicht aus den Augen verlieren.
Ist auf jeden Fall immer wieder schön hier. Na, war das mein Kill? Nee. Müssen wir wieder zurück zum Zentrum des Gebiets. Von da aus sollten wir etwas mehr in Reichweite haben, aber wir sind gerade echt nur irgendwie lahme Sachen. Kompetent. Na gut, komm, wir haben hier nichts anderes zur Wahl gerade. Hallo? Dangerous Cobra. Komm schon. I want you for US Army. Und ich muss übrigens nochmal betonen, jetzt wo ich auch wieder ein paar Tage nicht da war und auch dann natürlich nicht zum Spielen kam, das ist mit einem Joystick einfach extrem geil. Dangerous. Oh, Elite. Du bist beliebter. Give me hope. Ich bin heute irgendwie in der Laune, Songtexte zu zitieren. Aber leider ist unsere Zeit schon um. Deshalb werde ich nach diesem Abschuss hier sagen, dass der Rest morgen kommt. Und ich habe ja auch noch was bezüglich Mayhem geplant. Alter. Und ja, mal gucken, wann das kommt und wann das klappt. Ich hoffe, dass es noch klappt. Aber andererseits streame ich ja auch nicht. Also das müsste ich dann über Steam machen. Huch. Bitte lass das unseren Schuss gewesen sein. Jawohl. Alles klar. Wo sind wir jetzt? Sind wir schon 1% weiter? 2% sogar. Wow. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.